Hallo und grüß euch zu Cities in Motion. Heute mit neuen DLC US Cities ist mir eine große Freude, aber die noch größere Freude ist mir, dass ich heute endlich wieder mal einen Gast habe. Einen guten Let's Play-Kollegen von mir, der sich, glaube ich, am liebsten selber vorstellen wird. Ja, hallo, die Ehre ist ganz auf meiner Seite, euer White Gamer. Ich bedanke mich auch schon mal im Voraus, dass ich dabei sein darf. Cities in Motion. Ihr wisst ja, ich bin ja eigentlich absolut nicht der Simulationstyp, spiele es aber privat trotzdem gern, habe mir Cities in Motion auch wegen dem Tom gekauft. Und durch ihn bin ich dann mehr oder weniger durch Mundpropaganda auf US Cities gestoßen. Und daher ich ein absoluter Amerika-Fan bin, haben wir jetzt spontan gedacht, machen wir mal Together draus, mehr oder weniger. Und ich würde sagen, wir fackeln nicht lang und starten gleich und gucken uns mal an, was das schöne DLC uns beschert. Ja, werden wir machen. Kleinigkeiten vielleicht noch dazu sagen, rein technisch gesehen, also ist brandneu natürlich, heißt die ganzen Mods noch nicht passend für den DLC, sprich ein bisschen Probleme jetzt mit den ursprünglichen, mit den berühmten Einführungszeiten der anderen DLC-Fahrzeuge, heißt, die haben wir jetzt alle wieder dabei, auch wenn sie zu neu sind. Wir haben es einfach beschlossen, wir lassen sie aus, auch wenn sie angezeigt werden. Und natürlich ohne speziellen Vehicle-Mod mit Originalkapazitäten, weil den gibt es ja auch noch nicht für einen neuen DLC. Ja, und was meinst du? Schwer, würde ich sagen, wie üblich, oder? Ja, das hast du sie ja drauf. Wir spielen übrigens blind, gar nichts angeschaut, nur kurze 3 Sekunden Probeaufnahme, das war's. Von dem her spannend, erstes Mal Cities in Motion blind. Und ich habe mir gedacht, Kompromiss, ich nenne es wie üblich irgendwie so dafür. Transport, so. Gibt es ein weißes Logo. Passend zum Namen. Genau, ja. Für White Gamer. Musst du natürlich jetzt, falls man das überhaupt halbwegs erkennt, irgendeines aussuchen. Da gibt's. Ja? Ja. Ich finde das mit der Straßenbahn immer cool. Das ist irgendwie, ja, das finde ich immer sehr, na wohl, es gibt dann aber so einen Fokus, als würde man denken, vielleicht ist es immer nur Straßenbahn. Gut, das mit dem Schwan, das ist ja irgendwie, irgendwas Modernes, Cooles auf jeden Fall. Was Modernes, Cooles, ja, halbwegs modern und cool schaut die Straßenbahn schon aus, so ist nicht. Ja, nimm mal die Straßenbahn. Ja, und wie schon gesagt, die DLC US Cities sind zwei neue Städte dabei. Einmal San Francisco, einmal New York. Eigentlich wollten wir ja New York spielen, aber die Mission sieht halt vor, beziehungsweise die Kampagne sieht vor, erste Mission ist San Francisco. Und da werden wir uns jetzt mal reinstürzen. So, Summer of Love, passend. Flower Power. Ja. Yeah. In den 70er Jahren auch dazu natürlich passend. 37.000 klingt eigentlich nach einem vernünftigen Startbudget, würde ich sagen. Na, können wir mal ein bisschen was gucken und anfangen, was wir da bauen können. Aber kurze Vorschau vorher hat gezeigt, da ist noch gar nichts gebaut. Also wir starten komplett bei Null. Und die erste Aufgabe habe ich auch schon kurz erblickt und die ist, mach mehr oder weniger, was du willst, mit kleinen Rahmenbedingungen. Mal schauen. Bin ich gespannt, wie sich in der Mission die Aufgaben entwickeln. War ja sonst teilweise ein bisschen langweilig in letzter Zeit mit den DLCs. Mal schauen, ob das besser wird. So, wer liest den Bürgermeister, den Gouverneur? Ich mag vorlesen. So, guten Tag, ich bin der Gouverneur von San Francisco. Ich habe Sie angefordert. In der Nähe wird bald ein Hippie-Festival stattfinden und die Anzahl der Besucher ist sprunghaft angestiegen. Das öffentliche Nahverkehrssystem muss in der Lage sein, den Ansturm der Leute bewältigen zu können. Ich hätte gehofft, beim Bau des Systems auf ihre Erfahrung bauen zu können. Ja. Ja, ich schätze mal. Auf gut Deutsch, wir dürfen alles alleine machen. Ja, sozusagen Flower Power alleine. Aber das kriegen wir hin. Ja, und sehr schön ausgebaut die Stadt schon. 70er Jahre. Ich bin jetzt kein großer Amerika-Kenner. Ich schätze mal. Ist schon. Ja, das ist, wo ist die Golden Gate Bridge? Die wird. Ist das die da? Das schaut gut aus. Und dank Kameramod, immerhin der funktioniert, können wir ja auch ein bisschen frei rumschauen. Wow, nicht schlecht. Werden wir uns dann später ein bisschen genauer umschauen, wenn wir mal Leerlaufzeiten haben, würde ich sagen. Ja, dann erste Aufgabe, bitteschön.
Neuaufbau. Ich gebe Ihnen bei diesem Projekt völlig freie Hand. Aber ich hätte gerne, dass Sie in der Nähe des Festivalgeländes im Süden anfangen. Ja, wie du gesagt hast, kleine Vorgabe. Also wir können uns machen, was wir wollen. Aber halt, er möchte, dass wir beim Festivalgelände anfangen, weil da möglichst viele Leute hinwollen und wieder zurück wahrscheinlich. Ne? Das ist da unten. Bauen Sie in der Stadt drei Linien und ich schätze mal, gemeint ist, dass die drei Linien hier an der Stelle eine Haltestelle haben. Jetzt ist halt die Frage, wie gehen wir das an? Nochmal zur Erinnerung, wir spielen ohne den Vehicle-Mod, ohne den Mod, der die Kapazitäten verändert. Das heißt, ich muss mich jetzt ein bisschen wieder umgewöhnen. Ich glaube, du spielst ja sowieso ohne den Mod momentan. Ich spiele ohne alles, ja. Genau, dann bist du jetzt der Experte, so wie es ausschaut im Moment. Okay. Aber wir wissen ja aus meinen ersten Missionen, die ich gespielt habe, immer Vorsicht mit so Dingen wie U-Bahn. Hätte man natürlich schon zur Verfügung alles Mögliche. Ich muss natürlich jetzt aufpassen und schauen, welche da von den DLCs ist. Ich schätze mal grob. Ah, die erste ist, glaube ich, San Francisco, ja. Die ist, glaube ich, ganz neu. Also, ja, da kann man natürlich, die sieht San Francisco tauglich aus. Könnte man natürlich auch machen, dass man schauen, dass man nur die Fahrzeuge verwenden, die es hier gibt. Wenn wir die rausfiltern können. Wird auf jeden Fall zum Flair beitragen. Ja, ich sage mal so, Pavlov gibt's, ist glaube ich vom DLC. Der ist, das war auch schon immer dabei. Ja. Pathfinder sieht britisch aus. Oder vielleicht von New York. Der könnte. Ist das nicht so ein San Francisco Bus hinten, die abgerundeten? Ich glaube, der ja, man, der ist mal sicher einer von den neuen. Also ist jetzt echt schwer zu sagen. Ich hätte sicher, dass der nicht neu dabei ist. Das ist natürlich jetzt ein Problem. Ich habe so das Wiki nebenbei auf. Ich muss da nur mit der Maus rausfahren. Da werden wir mit der Kamera irgendwo hinsausen, mit Pech. Ich würd fast sagen, der links unten ist es. Also. Ja, ich meine, er wird als neu angezeigt. Ja. Ich denke auch, der hat auch hinten diese abgerundete Form. Gesagt. Ja, diese typische San Francisco Buses, ja, und das ist natürlich das Cable Car. Oh, das top. Das gibt schön Flair. Ja, U-Bahn haben wir gesagt, nehmen wir die. Das heißt, wir nehmen jetzt einfach wirklich die drei Fahrzeuge. Dampfer. Ja. Oder, ja, das dürfte der sein. Ja, der erste. Hier mit seinem Heckdingens da. Aber ich muss sagen, Tiergarten Ferry, naja. Klingt nicht sehr amerikanisch. Mandrake Streamer. Ja, Line Statistics Plus übrigens wieder dabei, wie man sieht. Oh, wir haben jetzt schon einen Monat, jetzt schalte ich mal auf Pause. schon einen Monat gespielt. Ja, und Heli. Was ist denn das erste? Ein Chinook Militärhelikopter, oder? ja, Heli werden wir dabei eh mal eher auslassen, schätze ich. Für einen Moment. Ja, okay, jetzt ist natürlich die Frage, wie gehen wir vor? Sollen wir richtig klassisch Cities in Motion-mäßig vorgehen und ganz genau schauen, wer da wo wohnt und von wo nach wo will? Oder sollen wir einfach, so wie ich das gern bevorzuge, einfach nach Gefühl bauen? Beziehungsweise könnte man natürlich einfach auch klein anfangen. Ist vielleicht nicht schlecht, weil erfahrungsgemäß bekommt man Missionen dazu. Dass man jetzt hier eher irgendwie mal eine Straßenbahnlinie baut und zwei Buslinien oder so. Ja, denke ich so. Ich denke auch, mit dem Dings können wir eigentlich auch einen guten Mischmasch machen. Ich meine, man muss halt auf alle Gebäude eingehen. Ich denke mal, so die wichtigsten Gebäude, die kann man ja dann einblenden und dann sagen, ja, okay, da wollen Leute hin und da nicht. Ja. Aber da jetzt alles so, ich denke mal, da machen wir dann deine bevorzugte Art. Einfach mal vorsichtig und klein. Ja. Ja, jetzt haben wir eh da so ein leicht abgetrenntes Gebiet dank der Autobahn. Autobahn gehen mir übrigens teilweise wirklich ab in Cities in Motion. Finde ich schön, dass da wieder eine dabei ist. Sich da was sind das blaue? Blau? Blaue Männchen in der Mitte? Das gehört zum Kameramod. Ah, okay. Da ist da. Momentan okay. Unser Fußgänger, weil man kann die Kamera auf Fußgängerebene umschalten und durch die Stadt spazieren. Da. Oh, schön. Ja, können wir dann später auch vielleicht mal machen. Ja, später, jetzt guck, jetzt haben wir eh schon die halbe Folge fast nur geredet. Wenn wir was bauen. Also, ich hätte gesagt, ganz spontan, was hat denn die Straßenbahnkapazität? Muss ich jetzt gerade mal schauen. 23, ja, ist nicht extrem viel, aber geht 90 km/h, aber ist ganz schön schnell. Und hat wenig Störung.
Ja, und sehr attraktiv. Und kostet nicht so viel. Und ist ja, na gut, natürlich sehr attraktiv, ja. Ja, dann hätte ja, ich denke mal, gesagt, das ist ein guter Kompromiss auf jeden Fall. einmal da außen rum mit der Straßenbahn. Ja. Und einfach mal schauen, was passiert. Wäre jetzt ein Gedanke gewesen, ja. Und dann mit dem Bus vielleicht ein kleiner Zubringer. Okay, also mal gucken. Was natürlich vermisst, was auch schön wäre für die DLCs, ist mal neue Haltestellen. Haltestellen, ja. Ja, hätte ich gesagt, einfach mal wirklich. Dann fahren wir in dem Fall vielleicht da durch. Ja, dann können wir gleich zum Allerhäuser da anbieten. Mitnehmen. Ja. Ich meine, da unten, ja gut, das da unten können wir vielleicht, na ja, gut, mit dem Bus vielleicht hätten wir machen können, eventuell. Schauen wir mal. Es ist ja, mal. Man kann ja wirklich zur Straßenbahn dann, zum Beispiel zubringen zur Straßenbahn quasi, oder? Mit dem Bus. Ja. Ja, dürfen wir nicht vergessen, wir müssen jetzt in der ersten Aufgabe ja 3 Linien direkt dahin machen. Das heißt, wäre natürlich schön, wenn wir zum Beispiel da irgendwo eine Umstiegshaltestelle hätten in dem Bus und da eine, dass das noch irgendwie dazu zählt. Ja, jetzt schauen wir mal, wie es ausgeht. Was sollen wir denn für Häuschen nehmen? Sollen wir mal klein starten und dann später upgraden lieber oder? Ja, ich sag, unser Budget ist ja eigentlich schon recht gut. Da können wir eigentlich gleich vielleicht ein bisschen besser, da, wenn die, ich meine, die Straßenbahn hat so viel Kapazität. Ja, stimmt immer die. Ich denke mal, die Leute müssen vielleicht ein bisschen warten, ne? Und dann ist es vielleicht ein bisschen angenehmer, wenn sie dann schon auf höherwertigen Haltestellen warten heißt können. Heißt Mittel, oder? Mal ja, würde ich sagen, im Notfall. Wenn es sich wirklich nicht ausgeht, kann man ja immer noch upgraden. Also, ich würde sagen, so wie es ausschaut, von da geht es aus und von oben. Hätte ich dann ich in dem Fall auch oben machen, beide ja. sogar gemacht. Ist nur die Frage nach der Fahrtrichtung. Wünscht ihr was? Uhrzeigersinn oder gegen Uhrzeigersinn? Uhrzeigersinn. Okay. Ich denke, so soll es eigentlich noch mitzählen. Ja, ich glaube, es geht da um diesen. Um den ja. Pavillon da ja, vermutlich. Ja, ja, denke ich sehen. Auch. Dann schauen wir mal, wie viel. In Notfall nimmst du halt noch die Sportplätze mit. Ja. Und natürlich, wie üblich, möglichst nicht direkt hinter der Kreuzung, sondern eher vor der Kreuzung, staufreundlicher oder zumindest auf halber Strecke. Und ganz alles muss man unbedingt nicht erwischen. Also meine Erfahrung ist, ein, zwei Häuser lieber auslassen, als wie so richtige Überschneidungen machen und 3-4 Häuser doppelt machen. Da lieber das eine oder andere mal auslassen. Nicht so schlimm. Schauen wir mal, das wäre natürlich ideal, wenn es sich da ausgeht. Ja. Nicht ganz. Ist die Frage, ob das auch noch zählt. Aber ist egal, weil es zählt ja immer die ganze Linie. Von dem ist ja, ob die Gegenhaltestelle jetzt auch das berührt, nicht so wichtig. Ja, ich baue jetzt einfach mal so, dass halbwegs das erledigt ist, mal auf die Schnelle. Oha, geht da. Da geht gar keine Haltestelle hin. Vermutlich, weil es zu steil ist. Schräg. Oh, ja. Ah, das ist schon eine kleine Schwierigkeit, weil das wird wahrscheinlich in San Francisco öfter vorkommen. Ja, nichtsdestotrotz, ich würde sagen, kann man mal für einen Moment so lassen. Ja, ging natürlich da noch eine, aber dann haben wir schön da was für einen Bus. Ja, eben. Würde ich es auch so lassen, ja. Ja, passt. Okay. Dann kaufen wir mal ein schönes Cable Car. Schön. Ja, natürlich die übliche Diskussion mit der Verteilung auf die Haltestellen, wenn man jetzt mehrere Wagen auf einmal kauft, die verteilen sich ja immer so ungünstig, sprich auf der ersten, zweiten, dritten Haltestelle und die vierte, fünfte wird dann ausgelassen, anstatt dass sie jede zweite nehmen. Da wünsche ich mir auch mal einen Mod, muss ich sagen. So. Ich starte gern vorsichtig, einfach nur mit einer, um mal zu schauen, wie es angenommen wird, wenn das für dich passt. Dann lassen wir es einfach mal laufen und schauen, ob das jetzt schon irgendwie, naja, noch sogar null. Bauen Sie 3 Linien. Nicht, dass da irgendwie Bus oder so gemeint ist, in der Nähe des Festivalgeländes. Er sagt ja nur in der Nähe des Festivalgeländes. Ah, jetzt ist auf 1 umgekehrt. Ah ja, alles klar, gut, 1. Passt. So, und jetzt? Und da fährt das gute Cable Car. Ja. Oh, das ist echt flott, das Ding. Ja, 90 ist schon schnell. Stil, ja. Ja, wenig Störung, sehr attraktiv. Gut, ich meine, da kann man die 23 gut kompensieren, hoffe ich.
Und ich hätte jetzt eben gedacht, ob man nicht das irgendwie schaffen. Schauen wir mal. Ja, von da kann man mit dem Bus runterfahren. Ja, Und was ist denn das da? Einkaufscenter, oder? schauen wir mal, das große da. Ja. Ah, Flughafenterminal, ja, oh, das bietet sich ja genau, ultimativ irgendwo an. da ein Oh. Zwischenstopp vielleicht und eben Flughafen Shuttle. da umsteigen lassen eventuell. Und Ja, würde zählt ich eben auch auch sagen. dazu. Vielleicht da und da. Zwei Haltestellen, wo Ja. es sich überschneidet. Und in die Gegenrichtung eventuell sogar fahren, oder? Also sprich, so rauf und da wieder runter. Ja. Könnten wir auf jeden Fall mal einen Shuttle zum Flughafen, bietet sich bestimmt gut an. Was meinst du auch in dem Fall mit Unterstand? Ja, Mal es einfach wenn man schon. jeweils gegenüber, dass es umstiegsfreundlich ist. Und Ja. da schauen wir, dass wir das irgendwie Auch mitnehmen da. so mitnehmen. Jetzt haben wir das natürlich auslassen. So, wir nehmen eine eigene Haltestelle spendieren. Was ist das überhaupt? Lagerhaus, 25 Arbeitsstätten. Das würde sagen, das lohnt sich wirklich. Ja, kleine Haltestellen vielleicht. Ja, schauen wir mal. Verkehr ist da relativ wenig, von dem her soll jetzt nicht so stören. Das ist natürlich da interessant mit den mehreren Einfahrten. Und was mir auch aufgefallen ist, dass man teilweise Probleme hat, große Gebäude wirklich grün zu bekommen, Ja. weil man sie einfach nicht ganz erwischt. Aber ich würde sagen, da ist es am grünsten. Ja, das denkt, geht sich gut aus, denke ich. Und dann werden wir da auch noch stoppen, oder? Ah, was sind das? Ist es extra für die Arbeiter, die dann im Tower arbeiten, oder wie? Ja, 11 Arbeitsstätten und Tatsache. 31 Arbeitsstätten. Sollen wir das noch Tatsache. mitnehmen, oder? Also ich würde sagen, dass wir den Tower noch mitnehmen. Also jetzt habe ich da natürlich kleine Haltestelle gebaut, wenn wir die noch gleich upgraden. Ne, Ah, na, lass habe ich nur. schon, passt. Ne, lass nur. Habe ich's. Die armen Menschen von der Flugsicherung müssen ja auch irgendwie zur Arbeit kommen, also. Genau. So, wo macht man da Starthaltestelle? Eigentlich fast Ich würde egal. sagen am Tower, oder? Am. Also ganz hinten, oder? Ja. Ja. Ah. Ja, da ist echt nicht viel los vom Verkehr her. So. Das ist eine schöne Strecke, ja. Ja, ist für einen Vor allem Bus. einfach. Schauen wir mal, kommt drauf an, wie viel jetzt los ist da am Terminal. Kann für einen Bus schon relativ weit sein. Lang sein, ja. Auf der anderen Ja, das Seite, mal gucken. da jetzt Straßenbahn runter ist natürlich auch. Das wäre eher etwas, wo ich sage, dann später mal da U-Bahn und direkt zum Terminal U-Bahn-Station. Wenn man es mal Ja. umbauen will später. Ja, da ist ja die Wahl auch gefallen. Das waren die, da haben wir, glaube ich, gesagt, Aber oder? der, oh ja, der war, er hat nur 10 Kapazität, ne? Ja, da werden wir 18 hat er. Das ist jetzt Ah, oh, gut, das die habe ich jetzt gesehen. falsche Ja, 18, Zeile. ja, gut, das ist ja Ja, dann okay. spendieren wir mal einen und ich warte ein bisschen, bis der gefahren ist und kaufe dann den zweiten Ja, dazu, dass er würde nicht ich auch zu sagen. nah. Boah, die Schleifen Ah, da dann sch hinten. Heftig. ja. Lass man einfach mal ein Stück fahren. So. Ja, da will ich jetzt gar nicht reinschauen, da machen wir sowieso nur Minus. So, noch ein Stück und dann kaufe ich einen dazu. Neue Aufgaben auch schon bekommen. So, schauen wir mal, oder? Bitte schön mit anderer Stimme jetzt natürlich, wenn es geht. Boah, das war eine Hippie-Stimme, oh Gott. Hippie-Stimme. Im Überschwang der Liebe. Peace, Alter. Ich plane zusammen mit meinen Freunden ein Festival der Liebe. Und wenn du uns mit dem Transport aushelfen könntest, wären wir dir äußerst dankbar. Das wäre echt vom Feinsten, Kumpel. Ja, weiß ich, wie Ja. du das handhabst. Ich nehme grundsätzlich alle Ja, Missionen ich an. auch. Also annehmen tue ich es auch alle. Auf jeden Fall. Geben wir immerhin Geld und auch Reputation. Dann schauen wir mal, was er will. Von Oh. da nach. First Haze nach Outer Er Sunset. ist schon Okay. ein gutes Stück. Denke, lohnt sich vielleicht einfach abzuwarten und zu schauen, ob sich das mit einer Ja. anderen Aufgabe deckt. Ja, würde ich auch sagen, fast, weil 600 Bonus ist jetzt Ja. halt. Und Reputation braucht jetzt am Anfang eigentlich keine mehr, sowieso überhaupt keine Fahrgäste. Ja. Was ich teilweise ein bisschen schade finde,
hätte mir eher gewünscht, also das muss ja eine durchgehende Linie sein, um so eine Aufgabe zu erfüllen. Und das ist manchmal einfach wirklich eine Qual, das zu bauen. Ja. Und im Endlos mache ich es ja im Moment so, dass die Auflage ist, wenn ich so Qualaufgaben habe, dass ich zumindest ein Jahr lang die Linie betreibe, weil klassisch wäre ja die Linie jetzt zu bauen, zwei Haltestellen und dann wieder abzureißen und die Aufgabe ist erledigt. Bin ja aber sehr oft gerügt worden für das Vorgehen. Deswegen mache ich das jetzt nicht mehr, sondern dass man zumindest eine Zeit lang die Linie betreibt. Wäre was. Ja, gut. Ich soll, ich denke, abwarten. Ja. Mal gucken. Okay, ja, so, dann. Zählt es auch schon als zweite Linie? Das zählt als zweite Linie, wenn ich mich nicht verschaut habe, ja. Sehr schön. Jetzt ist halt die Frage, schön. Oh, jetzt bin ich im Kameramod gelandet, pardon. Jetzt wäre halt die Frage, wohin mit der dritten und eventuell irgendwo die Autobahn überqueren oder so. Weil wäre natürlich super, wenn es eine Bushaltestelle ist, die irgendwie da in der Gegend zum Beispiel ist oder da, dass man auch umsteigen kann. Wir könnten uns natürlich ja, auf die Autobahn fahren, ist vielleicht ein bisschen wild mit dem Bus. Mit dem Bus würde ich sagen, ja, das ist. Ich weiß nicht. Wir könnten daher fahren zum vielleicht Beispiel. Das geht. Ja, das, was ist das, ein Arbeiterviertel oder? Schauen wir mal, was ist da alles? Doppelhaus, Doppelhaus, Apartments. Da kann man jetzt mal wirklich schauen, wo wohnen da. Wer geht da am ersten hin? Studenten. Okay, Studenten wohnen in San Francisco offensichtlich überhaupt keine. Ja. Also mal rein vom Filter her jetzt nicht das Wohngebiet schlechthin da. So, das ist allgemein Wohnhäuser, ne? Da wäre. Schauen wir mal. Ja, Studenten wohnen da. Nirgends, aber ich sag mal, rein vom Wohngebiet her an sich. Ja, ist die Frage. Okay. Dann kann man das noch anschließen. Als kleine Zubringerlinie vielleicht. Ja, ich hätte halt irgendwie schon gern schon einen Vorschlag, was ist, wenn wir es so machen, dass wir da wirklich einen Zubringer draus machen, aber mit so einem kleinen Schlenkerer durch die Straße, dass wir da noch eine Haltestelle machen können, dass es zählt als dritte Linie. Und vielleicht verlegen wir sie ja dann, wenn die Aufgabe erledigt ist, um eine Straße oder so. Kann man machen, ja, denke ich. Kompromiss. Ja doch, das denke ich mal, geht sich gut aus, auf jeden Fall. Also in dem Fall auch wieder Bus, oder? Ja, als Zubringer auf jeden Fall. Wer da zum Umsteigen und eventuell ja. Da und kurzzeitig da noch zusätzliche Haltestelle eben, dass wir die Aufgabe erledigen können. Vielleicht. Zum Beispiel. Vielleicht zählt es aber auch schon, wenn du jetzt einfach nur die Linien anschließt als drei Linien. Oder muss, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass da drei Linien, also drei Haltestellen von drei verschiedenen Linien innerhalb des Kreises da sein müssen. Dann würde ich sagen, probieren wir es einfach und ich baue dann nicht rüber. Bin ich mal jetzt gespannt. Ja. Zum Beispiel, wie kann man das am besten abdecken? Ich würde sagen, mit drei Haltestellen lässt sich das gut erledigen. Mal grob geschätzt, im schlimmsten Fall nochmal leicht verlegen. Gar nicht so leicht zum Zielen da. Geht auch nicht überall, da ist auch so eine Steigung. Also in die Steigungen kann man keine bauen, aber es sollte sich nur halbwegs ausgehen da. Ja gut, ganz alles habe ich jetzt nicht erwischt. Da oben ist ein kleines Loch. Ja, haben die ja Pech gehabt. So. Wir müssen zum Haus gehen, ja. Ja. So. Ja, bin ich gespannt, ob das zählt. Ja, wie gesagt, ich kann mir jetzt schlecht vorstellen, dass der will, dass man da von drei verschiedenen Linien, also im Prinzip ja drei verschiedene Haltestellen da innerhalb des Kreises einbindet. Ich, wer weiß. Er sagt ja nur drei Linien in der Nähe der. Naja, vielleicht gibt es ja irgendwie so einen unsichtbaren. Du hast natürlich recht. Also, ich, wie gesagt, hätte mir jetzt auch schlecht vorstellen können, dass der da irgendwie. Okay, Belohnung 1500, das ist schon mal nicht schlecht und wir haben den Neuaufbau. Gute Arbeit, ich wäre nie auf den Gedanken gekommen, die Linien so zu positionieren. Jetzt aber, nachdem sie die gebaut haben, erscheint es mir logisch. Ja, das ist anscheinend eine ganz helle Leuchte hier, der Governor von San Francisco. Tja,
Also ich kann, um ein bisschen den Charme zu nehmen oder ein bisschen den Zauber zu nehmen, ich habe teilweise mit Absicht, nachdem ganz am Anfang solche Meldungen gekommen sind, Mission Nomad angefangen, um zu schauen, ob es andere Meldungen gibt, wenn man einen Blödsinn baut. Leider nicht. Es kommt immer die gleiche. So, wäre Zeit für eine kleine Pause. Die 25 Minuten sind voll. Ich würde sagen, wir machen eine kleine Pause, werden aber, wenn es recht ist, direkt weiterspielen. Wenn es okay ist für dich. Einfach einen kleinen Schnitt an der Stelle. Ja, dann ausnahmsweise würde ich sagen, überlasse ich die Verabschiedung mal meinem Gast. Mach es ganz kurz und sag bis gleich. Bis gleich. Wir sehen uns beim nächsten Mal in CI Cities in Motion, US Cities. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.